Ja, habe ich. Haben wir hier überhaupt Fleisch drin? Ich habe es nicht gesehen. Hier ist nix. Da ist nix. Natürlich, ey, wir holen 1000 Blöcke, aber kein Fleisch am Start. Ich renne mal kurz hier in die Pampa. Oh. Wenn jetzt hier keine Kühe wären, sondern Schweine, dann hätte ich die jetzt schon längst geschlachtet. Aber nein, hier will nichts spawnen. Miez, miez, miez. Oh ja, das ist gut. Der wird jetzt ungefähr nochmal, ja nicht nochmal so hoch, sondern nochmal so ein Drittel höher, glaube ich. Und dann sind wir auch schon so bei der Grundhöhe, die wir uns so vorgestellt hatten. Nicht viel, ey. Der hat immer was. Nicht viel, ey. Damit kriege ich volle Leben wieder. Aber ich glaube, ich bewahre mir auch wieder ein bisschen was auf. Ich esse die jetzt auch einfach mal so roh. Ich weiß, gebratenes Fleisch gibt mehr, aber dafür habe ich keine Zeit. Ach, guck an, hier hat er schon Fackeln verteilt. Ach, guck, und da macht er schon eine Decke rein. Oh, ey, hier wird man ja auch schon wieder alt, wenn man hier hochrennt. Unglaublich. Aber gut, dass er mal dran denkt, denn dann fällt man nicht so tief. Und hier wird's enger. Hier ist schon unsere Marke wieder. Das heißt, hier baue ich mal so ein paar. Oh, er ist schon wieder schneller. Meine. Gut. Jetzt müssten eigentlich Leitern hochgehen. Hat er die jetzt alle schon abgemacht? Ah, ne, hier gehen sie hoch. Das ist jetzt die Frage, ob wir hier jetzt diesen. Das heißt, wir machen hier. Also, das wird hier alles abgerissen. Und hier machen wir jetzt zu. Und das Zeug hier wird alles. Stein oder Kobbel. Müssen wir mal gucken. Ich fange jetzt hier mal mit Kobbel an. Weil hier wird es jetzt für so ein Treppenhaus eigentlich schon doch etwas eng. Obwohl, das könnten wir hier noch rumbauen. Aber die Säule müsste dann so oder so stehen bleiben. Weil die kann ja nicht so in der Luft frei schweben. Dann nehmen wir hier wieder die Leitern, packen die dahin. Wie hoch sind wir jetzt eigentlich? Och ja, super Sache. Das heißt es aber trotzdem, wir müssen das ganze Zeug wieder wegnehmen. So, packen den Rotz hier wieder dran. Dann folgen wir mit dem Zeug. Hauen den Schmand weg. So, jetzt können wir ja hier. Hier haben wir jetzt wieder eine Marke. Ja gut, die machen wir jetzt erstmal weg. Da entscheiden wir, glaube ich, spontan, wie wir das machen. Ich baue jetzt erstmal bis an die Leveldecke, reiße dann aber wieder ein bisschen was weg, damit wir ungefähr wissen, wie hoch wir sind. Ich weiß gar nicht, oh, wie weit geht das denn? Schaut euch das an, ey. Da geht's zum Ozean raus. Da sieht man teilweise sogar den Kriegshafen. Aber meine Sichtweite ist nicht weit genug eingestellt. Oder, nee, die ist, glaube ich, auf Fahr, aber ich kann nichts weiter sehen. So, also so hoch werden wir wahrscheinlich nicht werden. Ich gucke jetzt einfach, wie gesagt, nur nochmal. Kinas, wann hört denn das auf? Ja gut, wir haben jetzt unseren Leuchtturm natürlich am Strand angefangen. Das ist ja auf dem Wasserlevel. So, jetzt gehe ich hier nochmal so. Oh, was habe ich gemacht? Oh. Oh. Wie mache ich das jetzt? Gut,
Probiere jetzt hier noch ein bisschen rum, aber ich glaube, ich bin gefangen. Ah, nee, doch. Oh. Oh. Ha, 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 ha. Oh. Oh. Das war, ey, ich brauch Stuntmänner hier, ey, das geht gar nicht mehr. Oh, mein Herz blieb gut stehen. Gut, aber Skelette können nicht sterben. Vom Wege, ey. Ah, oh, Mann, ey. Kommt da noch eine hin? Seit 1,6 oder ich glaube seit 1,5 kann man nicht mehr doppelt die Leitern immer rauslassen. Hoch. Also nicht doppelt, sondern Lücken zwischen den Leitern lassen. Denn dann bleibt man einfach blöd stecken. So. Ja, hätte der das gesehen, ey, dem wären alle Augen rausgefallen. So, jetzt schauen wir mal. Ich muss jetzt irgendwie hier raufkommen und den ganzen Müll abreißen. Das heißt, ich nehme mir wieder meine Matsche, mein Dirt, renne hier so schräg drauf. Ah gut, der baut jetzt hier überall Zwischendecken ein, sehe ich gerade. Hier. Ah, hier ist alles frei. Super. Oh, das sieht auch episch aus, ey. Braucht man 3 Jahre, um hochzugehen. Ah, Fackeln sind auch verteilt. Super. Und hier oben sind wir dann so weit, so gut hier. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich das am besten hinkriege, dass ich jetzt wieder auf den Rand komme. Ich baue einfach mal so. Da haben wir unsere Marke noch. Die lasse ich auch stehen. Dann weiß man ungefähr, wie hoch man ist. Das heißt, wir werden jetzt noch einen enger. Das heißt, ich fange jetzt erstmal mit Sandstone an. Mach das so. Ey, dann ist ja hier kein Kobbel mehr, wie ich gerade sehe. Wieder in die Ecken, oder? Oder hier? Okay. Also hier am Rand breitet sich nichts mehr aus. Da wird es dann eckig. Schauen wir einfach mal, dass wir das jetzt... Oh, es wird schon wieder Nacht, ey. Okay. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Oh, guck mal, hier habe ich nur 3 Stück. Hack weg. Zack, zack, zack. Und jetzt müssen wir hier nur noch runterfinden. Er hat sich verletzt. Ich hoffe, ich werde es nicht tun. Na toll. Gut, ab nach unten, wenn ich die Treppe finde. Und ja, dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Wenn wir, ich glaube, dann schaffen wir sogar das obere Stockwerk und wir werden dann schauen, dass wir die Leuchtanlage fertig kriegen, denn die werden ja etwas anders aussehen als so. Was habe ich denn da gesehen eben? Ach, ein Schaf. Ich habe die Füße gesehen und dachte, da schwebt was. Unsere Leuchtanlage wird ein bisschen anders aussehen als bei traditionellen Leuchttürmen. Schauen wir mal, wie wir uns das so vorgestellt haben. Bis zum nächsten Mal.